Este programa es presentado por Inverfin. Guten Abend und herzlich willkommen bei den Nachrichten bei Chaco Info. Ein ganz spezielles Seminar fand vor kurzem in Philadelphia statt. Wir haben uns mit der Leiterin der ICL-Seminare, Frau Betty Kehler, über die Entstehung dieser Seminare und die Idee dahinter unterhalten. ICL ist ein christliches Institut für Ehe- und Lebensfragen. Wir bereiten einfach Leute vor, die in der Seelsorge, in der Beratung tätig sein wollen, aber auch Leute, die einfach mehr aus ihrem Leben machen wollen. Sie sind jetzt hier im Chaco. Wie oft werden diese Seminare hier angeboten und über welchen Zeitraum? Ein ganzes Seminar dauert ungefähr 3,5 Jahre. Wir kommen 2-mal im Jahr, dann für 4 Tage. Natürlich ist es aber, haben wir auch noch andere Seminare, Aufbauseminare. Wir sind öfter mal im Chaco, aber wenn jemand ein Seminar anfängt, dann dauert das ungefähr 3 Jahre, 2-mal im Jahr für 4 Tage. Für welche Personen ist dieses Seminar oder wer darf daran teilnehmen? An dem Seminar dürfen alle teilnehmen, die Interesse haben, sich einfach weiterzuentwickeln in der Seelsorge, die anderen Menschen helfen wollen, aber auch Leute, die einfach für sich mehr profitieren wollen. Das Seminar ist aufgebaut für alle, so man braucht nicht extra einen Abschluss haben und man lernt sehr viel auch von über Persönlichkeitsentwicklung und Sozialkompetenzen, einfach wie man besser mit sich selbst und mit der Welt umgehen kann. Die Redner, sind das immer dieselben oder von wo kommen die? Die Redner kommen aus Deutschland und aus der Schweiz und da kommen natürlich oft, wiederholen sich die Redner, aber es kommen verschiedene Redner, gerade aus Deutschland und aus der Schweiz. Wie ist dieser Kontakt entstanden? Jetzt sagen wir mal, wie haben Sie die Redner gefunden? Ich habe vor einigen Jahren hatte ich dieses große Gefühl, ich wollte mich irgendwie weiterentwickeln. Und da sind 2 von meinen Freundinnen aus Deutschland zurückgekommen. Das eine war Mirta Unruh, die ist hier bekannt, und das andere Hannelore Giesbrecht. Und sie hatten so eine Veränderung in ihrer Persönlichkeit erlebt, dass ich dachte, das muss ich irgendwie wissen, wie kann man sowas, ja? Und dann bin ich in Kontakt gekommen, gerade mit Georg und Andrea Ruoff. Und wir sind darauf zu sprechen gekommen, warum nicht in Paraguay. Vorher war die Idee, dass ich das in Deutschland mache. Und so ist es dann ins Rollen gekommen und jetzt ist es ein Institut geworden. Wir legen einen ganz besonderen Wert auf die Stärkenorientierung. Ja, wir wollen die Stärken in der Person suchen, wir wollen sie fördern, weil wir glauben, dass Leute, die ihre Ressourcen kennen und die ihre Stärken können, einfach auch viel mehr aus ihrem Leben machen können. Wo kann man sich anmelden, wenn man jetzt interessiert ist für so ein Seminar? Das Seminar kann man sich bei unserer Sekretärin anmelden. Die Nummer, die, glaube ich, wird auch gleich noch ausgestrahlt. Und wir haben jetzt wieder ein neues Einführungsseminar im Oktober vom 14. bis zum 16. Oktober im Sanatorium Irene. Herr Georg Ruoff ist ehemaliger Manager in der IT-Branche und nun in der Lebensberatung tätig. Er ist auch einer der Pioniere der ICL-Seminare. Wir haben uns mit ihm unterhalten, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist. Aber ich war in der Industrie tätig, über 30 Jahre lang bei Hewlett-Packard und hatte weltweite Verantwortung. Und irgendwann ist mir das viel zu viel geworden und ich dachte, Mensch, da muss es noch was anderes geben. Meine Frau hat die Ausbildung bei ICL schon länger gemacht. Und ich bin daraufhin auch die Ausbildung eingegangen und habe meinen Job an den Nagel gehängt und habe gesagt, es muss noch was Besseres geben. Und daraufhin habe ich, wie gesagt, die Ausbildung gemacht. Und so nach einem Jahr etwa, die Ausbildung war gerade fertig, hatte ich mir überlegt, jetzt mache ich noch mal was ganz Neues und bin jetzt Hausmeister in der Schule, in einer freien evangelischen Schule in Deutschland und gleichzeitig auch noch Schultherapeut dort. Mache ich halbe Tage und in den Nachmittagen habe ich dann noch Zeit für meine eigene Beratungspraxis. Und wie kommen Sie jetzt, sagen wir mal, in den Chaco?
Ja, das war eine lustige Geschichte. Die Leiterin von unserem Institut, die sollte hier in San Bernardino eine Frauenfreizeit, eine Frauenrüste leiten, geistliche Leitung machen, hatte aber keine Zeit und dann hat sie meine Frau gefragt. Die war gerade in einem Seminar und sie hatte fürchterliches Herzklopfen. Auf dem Heimweg hat sie gesagt, wie sage ich das meinem Mann? Und ich habe ihr dann nur gesagt, ja, auf was wartest du noch? Und so, das war der Startschuss für unsere Arbeit hier in Paraguay. Wir sind dann gemeinsam hierher geflogen und dachten, das kann nicht alles sein, nur eine Frauenfreizeit zu machen. Und dann kamen wir mit Betty ins Gespräch und das war der Startschuss für die Arbeit hier. Ich bin jetzt zum 13. Mal hier. Und nehmen regelmäßig an diesen Kursen hier, also sind dann mit dabei in irgendeiner Art? Genau, in irgendeiner Art, entweder als Seminarleitung oder als Beistand oder manches Mal auch als Dozent. Im Oktober, Ende Oktober kommen wir wieder und dann bieten wir ein Seminar an, da werde ich als Dozent dabei sein. Sind Sie jetzt von Deutschland aus alleine verantwortlich hier für, sagen wir mal, den Bereich Paraguay? Nein, meine Frau und ich, wir sind sozusagen die Pioniere hier. Aber wir haben dann ganz schnell gemerkt, dass uns die Arbeit über den Kopf wachsen würde und haben noch ein anderes Ehepaar gefragt, Ute und Hans Baumann, die mittlerweile mindestens genauso oft hier waren. Und die Ute Baumann, die ist bei uns im Institut, ich sag mal, in leitender Funktion mit tätig. Und die hat dann jetzt die Gesamtleitung hier für Südamerika übernommen. Wir waren zwischenzeitlich schon in Bolivien. Es kann auch sein, dass dort wieder eine Arbeit beginnt. Und so von der Vision her haben wir noch einige Länder hier wie Argentinien, Chile und so weiter. Mal sehen, was sich daraus noch entwickelt. Eine der Hauptrednerinnen des ICL-Seminars war dieses Mal Frau Dr. Ursula Roderus. Wir haben uns mit ihr über das Thema Traumatherapie unterhalten. Ja, ich bin das erste Mal hier in Paraguay und ich wurde eingeladen von ICL, hier ein Seminar über Trauma zu halten und über Traumafolgestörungen. Und es ist ganz interessant, weil ich komme eher aus einer ähnlichen seelsorgerlichen Hintergrundausbildung, auch Team F, die hier auch Seminare anbieten. Und dann hat eine Veranstaltung jetzt hier stattgefunden, die eine Kooperation war von ICL, von Team F und dem Sanatorium Arene, um einfach die Leute, die eine Basisausbildung bereits in Seelsorge und Beratung haben, jetzt gerade im Bereich Trauma und Traumafolgestörungen zu unterrichten. Können Sie uns kurz einmal erklären, was ist ein Trauma und was ist Traumatherapie? Traumata sind sehr schlimme Erlebnisse. Sie sind überwältigend für den Menschen. Sie fühlen sich lebensgefährlich an. Und sie haben Folgen für den Körper, für die Seele, für die Psyche, für die Stressregulation. Das heißt, jemand, der ein traumatisches Erlebnis hatte oder eine Folge von traumatischen Erlebnissen, wie zum Beispiel sexuellen Missbrauch oder einen ganz schweren Unfall oder auch Krieg und Flucht, der kann dieses Ereignis vielleicht im ersten Moment durchaus verkraften. Aber es ist ein Hochstressereignis. Dieser Stress bleibt im Körper bestehen. Und irgendwann, wenn dann auch noch äußerer Stress dazukommt, dann kommen Traumafolgestörungen wie Flashbacks oder Überflutungen mit Gefühlen von dem schlimmen Ereignis. Und man kann sich nicht dagegen wehren. Man wird überflutet von Angst, von Panik. Man fühlt sich, als ob man die Kontrolle verlieren würde, kann nicht mehr richtig schlafen, ist ständig unruhig und das ist sehr unangenehm. Es ist mehr, das Leben wird sehr, sehr anstrengend und man hat bisher wahrscheinlich viel zu wenig beachtet, was alles Traumata sind und Traumafolgen und es ist sehr gut, wenn man ganz spezielle Hilfsmittel entdeckt, wie man den traumatisierten Menschen helfen kann. Weil dann gibt es eine Möglichkeit, Dinge zu verarbeiten und wieder stabil zu werden. Sie haben auch Bücher zu dem Thema geschrieben. Können Sie da einige erwähnen? Ja, das erste Buch, was ich geschrieben habe, war ein Buch mit einer ehemaligen Klientin, die bei mir die Therapie gemacht hat. Und ich hätte eigentlich gar nicht den Plan gehabt, ein Buch zu schreiben. Es war mehr ein Impuls von Gott, ich sollte ein Buch schreiben. Und ich hatte mich getroffen mit der Klientin bei einem Seminar
Und wir saßen beim Mittagessen, dann sagte sie, du, ich habe den Impuls, ein Buch zu schreiben. Und ich sagte, ja, ich auch. Und so haben wir beschlossen, zusammen dieses Buch zu schreiben. Und es heißt Berufen zum Königskind, weil traumatisierte Menschen, die fühlen sich schlecht, die fühlen sich nicht passend, die fühlen sich falsch. Und sie haben das Gefühl, ich bin verrückt oder ich bin völlig falsch in dieser Welt und ich bin selber schuld. Und deswegen dieser Titel Berufen zum Königskind, weil das ist eigentlich Gottes Berufung. Und die geht durch ein Trauma nicht verloren. Dieses Buch Berufen zum Königskind beschreibt ihre Lebensgeschichte und ihre Aufarbeitungsgeschichte. Und ich habe da immer kommentiert aus fachlicher Sicht, wie man das verstehen kann. Dann habe ich noch ein Handbuch zur Traumabegleitung geschrieben. Homosexualität ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Weltweit erlebt dieses Thema jedoch gerade eine große Fokussierung. Bob Fife ist ein ehemaliger Homosexueller, der nun unter anderem auch im Chaco unterwegs sein wird, um Vorträge zu bringen. Wir haben uns kurz mit Herrn Raphael Friesen unterhalten, der uns etwas zum Hintergrund von Bob Fife und dessen geplanter Tour erklärt. Ja, Bob Fife ist Kanadier. Bob Fife ist in der Zone von Toronto aufgewachsen, in einer dysfunktionellen Familie, würden wir sagen. Sein Vater war gewalttätig. Trotzdem ist er mit seiner Mutter immer wieder zum Gottesdienst gegangen. So, er hat christliche Wurzeln, wenn wir so wollen. Ist dann missbraucht worden, als er etwa 12 Jahre alt war. Und dadurch auch mit späteren Kontakten dann ganz in das Leben der Homosexualität eingetreten. Er war etwa 20 Jahre in diesem Lebensstil drinnen. Und ist dann nachher, Gott sei Dank, hat er Freiheit gefunden. Und heute ist er Seelsorger unter anderem. Er hat seine Firma, davon lebt er und begleitet viele Männer, die einen Weg in die Freiheit der Homosexualität suchen. So, das ist, was ich zum Hintergrund von Bob Fife so mal kurz sagen kann. Was ist jetzt das Ziel dieser Vorträge? Ja, Bob ist eine Person, die uns helfen kann, Beziehungen und zu fördern und Gemeinden zu sein, wo Leute, die damit kämpfen, wirklich Hilfe finden können. Wir müssen zugeben hier in Paraguay, dass wir als Gemeinden es noch nicht geschafft haben, ein Umfeld zu schaffen, wo Leute, die mit der Anziehung zum selben Geschlecht kämpfen, wirklich sich frei fühlen, auch Hilfe zu suchen. Wir haben sehr stark den Eindruck gegeben, dass wir Homosexuelle hassen oder nicht lieben. Und das ist ja diese Spannung zwischen Wahrheit und Gnade, die Jesus immer wieder gelebt hat und die uns schwerfällt zu gestalten. Und Bob ist eine gute Person, die uns hilft, damit umzugehen. Sowohl auf der persönlichen Ebene, wie gehe ich mit Leuten in meinem Umfeld um, die damit kämpfen, wie auch auf institutioneller Ebene. Wie können wir als Gemeinde dahin wachsen, ohne jetzt unsere biblischen Werte und Prinzipien über Bord zu werfen, doch diese Person mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht zu helfen. Also können wir dann sagen, dass Homosexualität jetzt schon ein Thema in unserer Gesellschaft ist? Ja, absolut. Das ist, es gibt ja verschiedene, es gibt viele Statistiken, viele Studien, man muss auch aufpassen, man kann nicht immer alles gleich als wahr annehmen, aber wir können davon ausgehen, dass mindestens 2% auch innerhalb unserer Gemeinden damit zu kämpfen haben. Und es kann auch leicht höher sein, aber es ist auch eine Dunkelziffer. Also wir können nicht ganz felsenfeste Behauptungen machen, aber es ist ein Thema. Und in dieser Globalisierung sind ja wir auch sehr stark davon beeinflusst, was in den USA, was in Europa passiert und immer wieder in den Gesetzgebungen und so weiter. Und das Thema ist da. Jetzt zu den Vorträgen. Wann und wo werden wir diese Vorträge hören können? Ja, Bob wird 2 Wochen hier sein. Bob kommt im September. Er kommt am 18. September hier an und fliegt am 2. Oktober. Und in den 2 Wochen wird er unter anderem Treffen mit Pastoren haben, der ASIEP. ASIEP ist Assoziation
de Iglesias Evangelicas del Paraguay und in verschiedenen Institutionen, so wie in Gemeinden, Vorträge haben. Er wird bei uns in der Gemeinde, in der Mennonitengemeinde Concordia, an dem Wochenende vom 28. und 29. September sein, wozu wir auch bereit einladen werden, alle, die interessiert sind. Er wird in Schulen sein und in anderen Institutionen. Noch ist auch noch etwas Platz, Raum da in seiner Agenda, so falls jemand noch interessiert sein sollte. Er wird auch im Chaco sein für einige Tage. Er wird ein Treffen mit Sozialarbeitern aus dem Chaco haben, mit Seelsorgern und eine öffentliche Versammlung in der mittleren Woche, in der letzten Woche im September, am Mittwoch, den 25. September. In welcher Sprache werden die Vorträge sein? Ja, er spricht nur Englisch. Und das wird dann immer übersetzt, je nach, entweder nach Spanisch oder zum Deutschen, so wie es dann passend ist. Ja. Staatsanwaltschaft klagt 157 Fans an. Staatsanwalt Eugenio Ocampo gab Anklage gegen 157 gewalttätige Fans zu erheben. Diese hatten am Freitagabend im Nationalen Sportsekretariat einen Toten und mehrere Verletzte hinterlassen. Das berichtete die Zeitung Paraguay.com. Insgesamt waren bei diesen Konfrontationen mehr als 157 Fans beteiligt. Bei den Ausschreitungen wurde ein Mann durch einen Schuss in die Brust getötet und es gab weitere Verletzte. Anklagepunkte sind des Weiteren Störung des öffentlichen Friedens, Beschädigung und Gesetzesübertretung nach Artikel 1886-02. Die Randalierer beschädigten auch eine Reihe von Fahrzeugen, darunter Streifenwagen der nationalen Polizei. Ocampo forderte den Strafgerichtshof auf, die Angeklagten vorsichtshalber in Untersuchungshaft zu nehmen. Zu den beschlagnahmten Beweismitteln gehören ein Buschmesser, zwei Fleischermesser, ein Dolch, 10 Weine der Marke Uvita, 2 Seitenspiegel von Fahrzeugen und Rauschmittel wie Marihuana und Kokain. Paraguay registriert die ersten 1000 Knochenmarkspender. Wie die Online-Ausgabe der Zeitung IP Paraguay berichtete, feierte Gesundheitsminister Julio Masoleni die Registrierung der ersten 1000 Knochenmarkspender. Dieses sei ein Meilenstein für die Gesundheit Paraguays und biete vielen Menschen, die von schweren Blutkrankheiten betroffen seien, Hoffnung. Über seinen Twitter-Account verkündigte Minister Masoleni am Sonntag, dass man das gesetzte Ziel erreicht hätte. Man schätze die Großzügigkeit der Menschen und die Arbeit der Freiwilligen, die es möglich gemacht hätten, 1000 Spender zu registrieren. Weiter sagte der Minister, dass man überrascht sei, diese 1000 Spender in so kurzer Zeit erfasst zu haben. Man wäre davon ausgegangen, dass so eine Aktion länger dauern würde. Von diesem Spenderregister profitieren nicht nur die Menschen in Paraguay, sondern auch im Ausland. Mit diesem Register von Knochenmarkspendern wird Paraguay Teil eines Weltregisters, das weltweit mehr als 32 Millionen registrierte Spender umfasst. Vor dieser Registrierung wandten sich paraguayische Patienten, die eine Knochenmarktransplantation benötigten, an Familienangehörige, die kompatibel waren. Dieses ist aber nur in 25% der Fälle der Fall. Mit dieser letzten Nachricht verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine angenehme Nachtruhe. Este programa fue presentado por Inverfin.